Oh, herzlichen Glückwunsch, herzlichen Glückwunsch, Mann. Oh, Scheiße. Was gibt's für eine Neuigkeit? Er ist Papa. Ich werde Papa. Wann? Die Mia Felin kommt am Mai auf die Welt. Wie? Alles Gute. Mia Felin. Bei Projekton gibt's alles, hä? Väter. Kommt noch. Väter. Jetzt eine Zigarette. Ja. Ich kann dir auch eine geben. Das schon ganz scharf, aber noch schneller. Wenn ihr nicht zu Projekton gehört, gehört ihr zu sowas. Das ist geil, das Video ist nicht auf Breitbild gestellt, die ist so. Sehe ich aber auch. Sie hat sofort gerochen, dass wir in der Raucherdecke saßen. Hast du ja gesagt, dass du eine halbe Schachtel reingepfiffen hast? Haben jetzt so einiges an Szenen aufgenommen und so. Wir haben eine Stunde Material schon. Eine Stunde Material haben wir jetzt. Das wird lange dauern zu schneiden, hä? Lief richtig geil, also es sind echt, echt krass geile Aufnahmen draus geworden und so. Nur, schade, dass die Blacktown-Leute scheiße aussehen. Wir haben versucht, das Beste aus uns rauszuholen, aber da geht nichts. Wir sehen einfach scheiße aus. Gut. Jetzt hat der Herr Musli, der Tarek, mal versucht, unsere Schokoladenseite rauszuholen, aber daraus wurde auch nichts. Das war schlechtes Licht, das war kacke. Ja, es ist einfach... Ihr seht einfach gut aus. Danke. Fotograf hat ein schlechtes Licht gemacht. Ist zwar voll nett. Sehen wir gut aus oder nicht? Nein. Wenn du jetzt ja sagst, bist du schwul. Wenn nein, sind wir sauer. Sehen wir gut. Überleg uns mal. Wenn deine Hand größer ist als dein Gesicht, hast du AIDS. Na komm. Jetzt musst du eigentlich. Du musst einer drauf. Ach so, ihr Idioten, Mann. Da muss einer draufhauen. So ein Scheiß. Olli Versace, was sagst du dazu? Olli Versace, Toys vor der Gnade, ich spiele mit Fotzen, Räuber, Gendarm, yeah, oder auch... Olli Sparrow. Oder auch, ich weiß nicht weiter. Olli Sparrow. Oder auch... Lass dir, Rudi. Alter, wo gehst du denn oder auch, frag mir, was steht heute auf dem Plan? Ich nehme die Leute auf den Arm, mich die Leute in den Arm. Zeig keiner. Reue keine Barme. Jetzt kennt Deutschland meinen Namen und der Volksmund schluckt meinen Samen. Habt ihr irgendwelche Fragen? Ich bin wirklich mal der Wahnsinn. Ich glaube, du brauchst ein Notizbuch. Ich glaube nicht, dass du so ein gutes Gedächtnis hast. Wieso? Mit diesem Gedanken beenden wir das Video. Gute Nacht. Also es kommen bessere.